Frage ist nur, wenn ich dann halt die nächste Umfrage mal gemacht habe, macht ihr ja irgendwie einmal im Jahr, einfach nur ein generelles Interesse halt einzuholen und all so ein Krams. Und halt, weil Feedback für mich halt auch wichtig ist. Nur müsste ich halt gucken, was ich dann halt abbaue, während ich dann die Umfrage auswerte und darüber wieder erzähle. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Abwarten und Kakao trinken. So, ich muss mal ganz kurz hier was machen. Warte mal. So. Bitte warten, ich hab's gleich. Moment. So. Das lasse ich jetzt einfach mal da oben eingeblendet, oben links. Aus Gründen. Ja. Ich meine, ich werde jetzt hier nicht so viel über Injustice 2 reden. Dennoch möchte ich halt so ein bisschen darüber erzählen, was halt, wie es überhaupt irgendwie dann dazu kam. Ja? Weil der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, hier das eine Video, das ich da quasi erstellt habe, was quasi als Werbevideo um besagtes Spiel halt quasi geht. Und da ich halt vertraglich dazu verpflichtet bin, wenn ich dann halt irgendwie eigentlich halt nur über Injustice 2 rede, ja? Dass ich dann halt jedes Video damit kennzeichne und damit mir nicht nachher noch irgendwer auf die Idee kommt, ey, du hast es aber nicht gekennzeichnet. Da oben ist es gekennzeichnet. So. Ja, also wenn ich jetzt um das Event an sich herumreden will, müsste ich das eigentlich nicht markieren. Aber, hey. Vorsichtshalber. Ja. Vorsicht ist besser als Nachsicht und so. Ja. Ich hatte ja jetzt vor ein paar Tagen das Video erstellt, bezüglich Injustice 2, quasi halt sämtliche Features vorgestellt und hast du nicht gesehen, zumindest die Features, auf die ich Zugriff hatte. Und ja, wie kam es eigentlich dazu? Anfang April wurde ich einfach aus heiterem Himmel angeschrieben von Wonderbuzz und da hieß es halt, hey, willst du nicht mal irgendwie ein bisschen Gameplay aufnehmen zu Injustice 2 und so? Wenn du Interesse hast, dann melde dich einfach. Wo ich mal dachte so, ist das jetzt eine Fake-Mail? Ja, das war so der erste Gedanke, die ich hatte. Weil, naja, Wonderbuzz, das ist jetzt nicht gerade ein kleines Unternehmen, ja? Und da kommt dann der Publicity-Manager zu mir und sagt, hey, willst du nicht mal und so? Und, boah, warum nicht, ne? Möchte nochmal betonen, dass ich da kein Geld für bekommen habe. Ne? Man könnte sogar sagen, warum hast du das gemacht? Das ist nur ein Verlustgeschäft, weil musstest du halt auch noch Fahrkarten dazu bezahlen und all so ein Krams. Da habe ich dann gleich auch noch eine tolle Story, wo ich mir einfach nur selbst einfach nur Facepalm gegeben habe. jedenfalls, ich wurde dafür nicht finanziell quasi bezahlt oder sowas. Ja. Und selbst wenn, bin ich ganz ehrlich, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Ich will nicht sagen, ich bin käuflich, aber für Produkte, für die ich mich interessiere und zu denen ich vielleicht auch so schon irgendwie ein Let's Play gemacht hätte, ja, dann würde ich auch dafür Geld nehmen. Ja, wenn es jetzt hier ein Produkt ist, für das ich mich nicht interessiere, hinter dem ich quasi auch nicht stehe, dann würde ich dafür auch nichts machen. Ja, vor 3 Jahren war das, glaube ich. Da hat mich irgend so eine komische Publisher-Firma quasi halt angeschrieben bezüglich irgendeines ihrer Free-to-Play, Pay-to-Win Shooter-Spiele. Ja, hat mir da tatsächlich eine gewisse Summe dafür angeboten, wenn ich dann dazu irgendwie ein Gameplay-Video aufnehme. Und da habe ich aber halt damals auch schon gesagt, ja, nein. Ja, weil das ist kein Spiel, das ich toleriere. Ja. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Ich vertrete das Verkaufsmodell nicht. Und von daher ist das sowas, wo ich mir denke, so, nein, dafür mache ich keine Werbung. Ist halt so.
Ja, jetzt bei Injustice 2, gut, dann mache ich Werbung, aber ich kriege kein Geld dafür, aber das ist mir auch relativ egal. Ja. Und ja, das ist halt so mein Standpunkt bezüglich, bin ich käuflich. Ja. Grundsätzlich ja, aber es kommt drauf an, für was. Ja. Und nein, ist es nicht so ein Punkt mit, der Preis muss stimmen. Also, gut, wahrscheinlich bei einer verdammt hohen Summe, wo ich echt doof wäre, ja, irgendwas abzulehnen. Und dann kommt es halt wieder drauf an, muss ich meine Zuschauer verkaufen. Na, wenn es jetzt hier nur ist, ja, hier macht ein Gameplay-Video dazu. Weiß nicht. Wahrscheinlich wäre ich da halt auch dann käuflich. Also ab einer gewissen Summe. Mit ab einer gewissen Summe muss man sich halt eine Summe vorstellen, die halt so hoch wäre, wo man sich denkt, so, wenn man da jetzt Nein sagen würde, das wäre ein Fehler deines Lebens sozusagen. Ja? So in etwa. Ja? Oder halt auch, wenn. Wenn aus welchen Schicksalsgründen auch immer sich mein Leben halt so hart verändert, dass ich halt wirklich extrem glücklich wäre über halt das Geld, wahrscheinlich würde ich das dann halt auch machen. Nur bin ich halt seit Jahren nicht in der Lage. Also, ne? Nicht, dass ich jetzt unbedingt Geld brauche von jedem und etwas, ne? Und mich halt wirklich über alles und jedes freuen kann. Deswegen kann ich da halt wirklich meine eigene Wahl treffen. Ne? Und gucken, wofür will ich mich verkaufen, wofür nicht. Ne? Aber weitestgehend sei gesagt, käuflich in gewissem Maße ja. Und ich denke, das ist nichts Verwerfliches. Ne? Zumindest, ne, solange, ja, man muss halt beim käuflich sein halt differenzieren. Ja, was tut man dafür? Ne? Und wenn es jetzt hier sowas ist, wie ich jetzt bei Injustice 2 gemacht habe, ja gut, finde ich jetzt nicht so wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil es mich betrifft, sondern, ja, was habe ich gemacht? Ich habe ein Spiel vorgestellt. Ist quasi ein bisschen wie ein Let's Test, ja? Nur, dass es kein Let's Test ist, in dem eigentlichen Sinne, weil kein Let's Test dran stand. Und da ich das nicht live kommentiert habe. Ja? Das ist es quasi. So, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ja, Anfang April wurde ich halt angeschrieben aus heiterem Himmel. Hab halt nachgeguckt, so, ist das jetzt echt? Kann ich das jetzt für voll nehmen oder ist das fake? Ist das, will da einfach nur irgendwer mich abgreifen und sowas? Und ja, nachdem ich halt festgestellt habe, jupp, das ist tatsächlich wirklich wunderbar, dass die mich angeschrieben haben, dachte ich mir so, ja, ich meine, wir haben ja Injustice 1 hier rauf und runter gespielt im Let's Battle, ja? Ich weiß gar nicht, mit wem ich das alles gespielt habe. Und da ich sowieso großes Interesse hatte an Injustice 2, dachte ich mir so, ja klar, warum nicht schon im Vorfeld hier ein bisschen reinschnuppern und mal gucken, wie ist denn das so? Ja, ist ja nicht so, als würde ich mich sowieso schon um das Spiel halt grundsätzlich informieren, ne, weil ich ja, was Spiele angeht, immer relativ informiert bin. Aber ja, warum nicht auch nochmal ein bisschen was abgreifen, bisschen, weißt du, Content haben, bevor das Spiel überhaupt da ist. Ja? Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich halt auch so ein bisschen an YouTube gedacht. Weil, einfach aus dem Grund, man könnte ja eventuell im Vorfeld nochmal ein paar Zuschauer dazu gewinnen. Zuschauer, die sich vielleicht für Injustice 2 interessieren und dann halt auch irgendwann in Klammern TM hier dann auch mal ein Let's Play dazu sehen. Ja, was auch nochmal ein Punkt ist, wozu ich dann halt jetzt gleich kommen möchte. Ja, was war noch?
Ja, dann gehen wir gleich zu dem Punkt über. Also es kann durchaus sein, dass wir halt dann in Bälde ein Let's Play machen zu Injustice 1 und dann auch in sehr Bälde zu Injustice 2, weil Teil 1 hatte schon eine sehr, sehr schöne Superhelden-Story. Ist halt ein Kampfspiel, ja. Aber ein Kampfspiel mit einer Story ist halt schon... Gibt's nicht so oft, ja. Muss man sagen. Gibt's nicht so oft. Und gerade in Injustice 2, wo dann halt die Story halt nochmal epischer inszeniert ist, dann halt auch mit sehr, sehr aufwendigen Cutscenes, so wie ich das bisher gesehen habe, denke ich mir halt so, ja, allein der Story wegen kann man das mal machen. Und ich meine, es sind Superhelden, ja, Superhelden schlagen sich nun mal auf die Fresse, ja. Und von daher finde ich das auch vollkommen okay, wenn man da einfach mal so ein Kampfspiel ein Let's Play macht. Möchte aber auch nochmal betonen, nein, ich bekomme kein Geld dafür, wenn ich dazu ein Let's Play mache, ja. Meine vertraglichen Bedingungen gelten erstmal nur für dieses Vorab-Gameplay zu Injustice 2. Alles weitere steht mir selbst offen. Ne? Und wird nicht dafür bezahlt. Will ich nochmal anmerken, ja? Also außer halt die YouTube-Einnahmen, die ich sowieso bekomme. So. Ja, aber zu Injustice 1 wollte ich sowieso schon seit Jahren mal ein Let's Play machen. Und jetzt, wo halt ein zweiter Teil kommt, habe ich nochmal einen Grund mehr. Und ja, gucken wir mal. Wird schon irgendwie, glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das war das. So. Muss ich noch irgendwas diesbezüglich klarstellen? Ich weiß es nicht. Also wenn da Fragen sollten, kann ich sie halt jederzeit beantworten. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ja. Sonst ging es halt dann jetzt Donnerstag letzte Woche. Ja, auch wenn das Video rauskommt, ist es Donnerstag letzte Woche gewesen. Ging es dann halt für mich nach Hamburg. Um dann zu dem Event zu fahren. Also Event klingt halt so, so groß. Ne? Es war halt, keine Ahnung, 10, 12 Leute. Also es gab zwei Slots, wo dann die Leute dazu eingeladen wurden. Ja, konnten sie sich vorher aussuchen, ob sie halt um 11 Uhr da sein wollen oder um 14 Uhr, um dann halt ihr Zeug aufzunehmen und all so ein Krams. Was halt auch noch möglich war, ist, es war einer der Entwickler von NetherRealm halt vor Ort, den man halt alles fragen konnte, wenn man halt Fragen hatte, was ich sehr cool fand. Und ja, ich war dann halt um 11 Uhr morgens dann halt da, hab dann da aufgenommen, hab dann halt auch ein paar Leute kennengelernt. Ja, es waren halt 10 Uhr, 12 Leute halt um die Uhrzeit, die Gameplay dazu aufnehmen wollten. Später, als ich da halt gegangen bin, so Richtung 2, kann halt auch wieder so circa 10, 12 Leute, also insgesamt waren es vielleicht, wenn es wirklich hochkommt, 30 Leute, die Chance hatten, an dem Tag Injustice 2 aufnehmen zu können. Was ich nicht unbedingt viel finde, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so extrem ausgestattet wurde, dass da jeder, der Lust hat, irgendwie hinkommen kann, sondern es war schon ein auserwähltes Grüppchen. Ja? Und da muss ich dann doch sagen, nachdem ich dann halt da so in Anführungszeichen bekanntere Leute halt gesehen habe, wie zum Beispiel den Gregor von Rocket Beans oder auch den Blitz. Ja, der Blitz, wer den nicht kennt, der macht halt Videos zu Comics, zur ganzen Comicwelt drumherum, alles, was halt in der Comicwelt passiert und all so ein Krams. Der war halt dann auch dort. Und ja, wenn du dann halt da hinkommst, als kleiner möchte gern YouTuber mit seinen 13.000 Abonnenten, dann denkst du so, was mache ich eigentlich hier? Warum wurde ich hier eingeladen? Na, und da kann ich schon von einem sehr großen Zufallsmoment eigentlich reden. Ja, also, dass man sich mich da rausgepickt hat, warum auch immer. Ja, ist ja nicht so, als hätte ich mich dann vorher irgendwie irgendwo beworben oder sowas oder angemeldet, hey, ja, wenn Interesse, dann melden wir uns bei dir oder sowas. Nein, das war ja wirklich aus heiterem Himmel.